gab es eigentlich, wenn Tall Victor gegen andere Garden of Bandman-Kreaturen kämpft? Das werden wir uns auf jeden Fall heute reinziehen. Und natürlich auch ein paar lustige Momente, was die Garden of Bandman-Kreaturen anbelangt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst ein Like da. Wenn ja, viel Spaß. Kuss. Wir gehen rein. Let's go. Eine neue Minecraft-Animation zu Upilla Banban, beziehungsweise zu Banban Chapter 4. Und da will ich natürlich auch nochmal reingucken, schauen, was er so ausgearbeitet hat, weil ich finde, Digga, sehr, 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 sehr cool einfach, ne? Was ist das? Upilla Bird of Chillig? Kommt rein. Tall Victor muss auch vorkommen, stimmt schon. Fluffy Pants auch dabei. Knopf gedrückt. Lichter gehen an. Findet der Brokkoli-Mann nämlich nicht so gut. Ah, was geht jetzt ab? Was ist das jetzt hier? Richtige Disco-Mucke geht jetzt los. Und Fluffy Pants schlägt auf ihn drauf. Hä? Oha, der Elefant. Aber auch der wird, glaube ich, komplett abgetackelt jetzt. Tall Victor ist ja einfach als ultra starker Charakter in dieser ganzen Serie, ne? Oh, Junge. Was hat der vor? Der ist ja übelst langsam. Okay, das kennen wir irgendwoher. Jetzt nimmt er hier so diesen Drehschlauch, damit er ihn halt so ein bisschen einwickeln kann, sag ich mal. Ich glaube, dafür war das, ne? Es wird jetzt so eine Art Kabelbinder, Leute. Uff, er wird richtig sauer. Wieso essen die den nicht einfach? Ja, du weißt doch, wie das mit Brokkoli ist. Jetzt glaube ich, das ist, müsste so eine Compilation, so ein Zusammenschnitt sein. Da ist das erste Mal Tall Victor oder wie ist das? Guckt so ein bisschen durch sein Gartenhäuschen da, ne? So ist Gemüse, lol. Das ist so eine Chase-Scene, glaube ich. Ich würde es aber schon cool finden, wenn man Upilla Bird mal spielen könnte, Leute. Weil ich glaube, den Vogel zu zocken könnte bestimmt richtig nice werden, gerade auch mit den Babys und so. Ja, er wird abgescammt. Jetzt haben wir hier Yoshi und Upilla und Captain Fiddle und Bambelina mit dem Schnuller irgendwie. Und die haben da so ein bisschen Käse drauf, oder? Nee. Was ist das? Brot? Napnap, glaube ich, trollt die. Da gab es jetzt mal dick auf die Schnauze. Napnap ist weg. Wer? Hä? Sumo Josh direkt tot? Warum? Wen hat Napnap da gerade? Ah. In dem Essen ist irgendwas anderes drin. Buh steht da und weg. Ich glaube, den kennen wir das? Ich glaube, wir kennen das, oder? Schauen wir mal weiter. Oh, die sind in Doors drin. Napnap auch? Upilla Bird hat sie in den Schrank versteckt, ne? Was, in Doors einfach? Bin ich mir nicht so sicher, ob ich das kenne. Ich glaube nicht. Bin ich mit Napnap. Banban geht in den Schrank. Rush kommt. Eigentlich Sieg-Musik. Ja, es ist Sieg. Napnap hat sich unter den Schrank versteckt. Er ist tot direkt. Sieg hat ihn gerippt. Ey, was ist das denn, Mann? Wie cool ist denn das? Okay, da muss ich schon sagen, dass sie das jetzt in Doors irgendwie da so reingearbeitet haben, finde ich schon nice, Leute. Das finde ich schon ziemlich cool. Digga, Joshi zu lost, Leute.
Was mit Napnap hier? Der hat das Kruzifix. Napnap Banishing? Was? Einfach weg. Das ging mir zu kurz. Ich hätte mir gewünscht, da passiert noch ein bisschen mehr. Was ist das hier? Celine Snail in kindlicher Form fällt irgendwo runter. Napnap hier, der Monster-Extrahierer. Oder was geht ab? Der holt hier ziemlich viele Monster, ne? Will der die alle rippen oder was? Ich glaube, Opillabird will sich jetzt mit Napnap anlegen. Und Opillabird ist immer stärker bisher gewesen. Oha, Ben Belina mit so einer richtigen Überfaust. Ups. Ich glaube, die wollten das so nicht. Oh, Garten of Ben in den Backrooms. Cool. Ja, ich warte. Ich warte. Das war's. Ich dachte, da kommt gerade was Krasses. Backrooms hätte ich gefeiert. Okay, wir sind Chef Pigstar und Opillabird gerade irgendwie drin. Chef Pigstar im Hintergrund hat immer Bock auf Chicken, ne? Der hat richtig Bock auf Chicken. Opillabird jetzt hier und räumt Tabletts ab, ne? Was für eine nervige Aufgabe auch irgendwo. Was macht der da? Weiß man nicht, was das jetzt zu bedeuten hatte. Also ehrlich nicht. Das hier müsste die Chase-Scene sein mit Chef Pixar, glaube ich. Ja. Ist ein bisschen so auf traurig angelehnt. Musik ist ein bisschen dramatisch. Die gucken sich beide an. Eigentlich sind die Monster ja, sag ich mal, befreundet so, ne? Mehr oder weniger. Und jetzt gibt's ein dickes Wettrennen. Versucht er irgendwo hochzuklettern? Könnte sein. Opillabird muss ganz schnell zusehen, dass der da nicht hochkommt, ne? Ich glaube, der will Opillabird fressen. Sind Chef Pigstar und Opillabird zusammen? Nee. Sieht nicht danach aus. Und er hat die Brücke gecrashed, weil er so dick ist. Mit seinem dicken Mund im Bauch. Also sehr, sehr Bock jetzt auf diese Opillabird Animation. Und die ist mit Rush dieses Mal, ne? Obwohl ja eigentlich Sieg-Musik ist, aber ist okay. Versteck dich einfach in den Schrank. Feger kommt. Sehr geil. Feger und Opillabird, ne? Junge, wie gut. Ist Opilla so schnell? Ja, eigentlich schon. Opilla ist auch immer schneller als der Player, falls das noch nicht aufgefallen ist. Ja, da versteckt sie im Schrank. Kommt jetzt das Minigame? Wo die Zähne? Feierabend! Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Danke fürs Zusehen. Abo nicht vergessen. Dann haben wir bald die 50.000. Kuss geht raus. Deno out.